Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Willkommen, liebe Leute, zu Let's Play Resident Evil 7. Endlich ist es soweit und ich hab das Game. Ich hab die letzten Tage erst mitgefiebert, bis das erscheint. Und stopp, bevor jetzt die ersten gleich anfangen, hier rumzumeckern, ne, von wegen, das Game ist ab 18, du spielst es. Bist du nicht 18? Aber am Anfang muss ja immer eine Warnung stehen, dass das Spiel FSK 18 ist. Liebe Leute, dazu kurz drei Sachen. Sache 1. Mir ist bewusst, dass dieses Game ab 18 ist. Und mir ist auch bewusst, dass das spiele. Und mir ist bewusst, dass ich das bewusst spiele. Und ich müsste es spielen. Keiner zwingt mich dazu. Sache 2. Ich fühle mich moralisch einmal verpflichtet, den Banner, dass das Spiel FSK 18 ist, vor dem Video einzublenden, weil ich hatte keinen Bock, das Video zu sperren, dass es erst User sehen können, die es mit dem Konto anmelden, wo man über 18 ist. Ich denke, die Warnung sollte reißen. Und drittens, es soll noch was sein, ist eh. Auch sehr viele, die unter 18 sind, so Wissenmeister und so Kennmaster und so Mögenmaß. Ja, dies nur am Rande, aber kommen jetzt nämlich mal so eigentlich in Handlung vom Spiel höchstpersönlich. Ja, ne, so Fragen nach dem Motto, muss ich ganz kurz, um was geht es im Spiel? Ja, also Resident Evil, die Reihe Capcom Flash ist von Capcom, kennt sicherlich auch die ein oder anderen, hatten früher tatsächlich eine sehr gepflegte, Partnerschaft mit Nintendo. Capcom hat bei der auch mindestens zwei Zelda-Spiele entwickelt, die gar nicht mal so schlecht sind. Naja, und ja, jetzt vergleicht sich die Resident Evil-Reihe auch von denen. Und da muss man sagen, der fünfte Teil war so nicht mehr so gut. Und der sechste Teil, den kann ich Capcom irgendwo hinziehen, wo auch immer. Ja, und so gab es lange Spekulationen. Ist der siebte Teil gut? Wird da was werden? Und im Nachhinein, ich habe so viel Positives darüber in den letzten Tagen gelesen. Das ist richtig nice und alle Freunde der Horror-Spiel-Szene wird das freuen. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich nicht so der große Horror-Film. Film-Fan vor allem. Horror-Filme mag ich nicht so gern. Spiele geht noch so einigermaßen. Bin ich aber jetzt auch nicht so dermaßen der Fan von. Ne, ich meine, wenn ihr mich mal Slender-Spielen gesehen habt, wisst ihr, was ich meine. Aber ich möchte mit dem Spiel aufnehmen. So, und falls ihr euch noch wundert, ich habe mir keine PlayStation 4 oder Xbox One gekauft. Ich spiele es auf meinem PC. Aber es funktioniert da auch sehr gut, wie ihr seht. Und dementsprechend bin ich sehr zufrieden. So, verlieren wir aber keine Zeit mehr, sondern fangen gleich an, liebe Leute. Und zwar mit dem Spiel. Also, klicken wir auf Spiel starten. So, wir machen natürlich ein neues Spiel. So, ich hatte das mal ein bisschen reingetestet, 5 Minuten, besonders mit dem Aufnahmen her funktioniert. So, wir spielen auf einfach, das ist klar. Das ist auch mein erstes Resident Evil Spiel, was ich so wirklich spiele. Ne, ich habe keine Ahnung, was mich da als Last but not least erwartet, aber. Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, ich dich auch. Haha. Ich komme bald nach Hause. Yay! Cool! Da freue ich mich drauf, dich wiederzusehen. Wie heißt du eigentlich? Ja. Zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Oh, ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Danke. Tschüss.
Ethan. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht... Such mich nicht. Okay. Also bei der Welt, ich hoffe, das passt so von der Tonanstellung her. Ich habe keine Ahnung. Es kann sein, dass es beim ersten Part auch noch völlig jetzt in die Hose geht. Let's say it so, I don't know. So, der hält jetzt ein Tablet in der Hand. Das ist sehr interessant. Ah, und es geht los. Es geht los, meine lieben Damen und Herren. Das war's quasi. Da kann man sich so wie ein Prolog letzt vorstellen. So oder so ähnlich. Und jetzt sollte das richtige Spiel losgehen. Und das tut's auch. Sehr gut. Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden. Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi, Louisiana. In Louisiana ist sie, oh mein Gott. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Aber cool, ich Armaturenbrett, ne? By the way. So, umsehen. Ah ja, hiermit kann man sich umsehen. Schön, kann man sehen, was vor sich ist. Links, rechts, vorne, unten. Ah, und wir haben angehalten. Wieso haben wir jetzt angehalten? So. Schlüssel ziehen. Und rausgehen. Hier sollte es sein. Mhm. So, hier muss irgendwo ein Haus stehen. Ein gewisses Bauchgefühl sagt mir frei, dass es hier irgendwo lang geht. Keine Ahnung, ob dem letztlich so ist. Es sind Mücken, die nerven. Okay. So, also das Raus, was ich im Hintergrund hört, das ist mein Computer, der aktuell sehr viel leer macht, wenn ich das Game hier drin habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Mikro hergeht oder ob ihr das zu sehr störend empfindet, aber ich denke mal nicht. So, Spielhinweise. Drück mir nochmal Y. Meine Dingskenntnis mal wieder sehr gut. Schau mal, dass ich die Audio ein kleines bisschen mehr hochschraube. Ungefähr so. Jetzt sollte es dicke passen. Falls nicht, sorry, wird bis zum nächsten Part aufheben. So. Ah ja, das ist jetzt eine sehr gute Karte. Was haben wir denn hier? Akten, keine Akten. Okay, die Karte. Hier, sehr gut. Jetzt haben wir noch eine Position. Ah ja, die ist da. Okay. So, dann schließen wir das Ganze mal. Ah ja, da fand ich das in das Haus. Aha, I can see it. I can see it. Und gleich sind wir schon da. Am wunderschönen Haus. Sieht doch schon sehr schön aus, muss man schon sagen, ne? Auf jeden Fall. Gar keine Frage. So, hier drücken wir F.
wie es da so schon steht. Tite. Nichts passiert. Ich glaube, wir sollten es nochmal probieren. Vielleicht klappt es ja jetzt. Wer weiß. Naja, ich weiß. Und zwar, dass es nicht gehen wird. Schauen wir mal kurz in die Karte, weil jetzt sehen wir, wir sind schon einen deutsamen Schritt weiter nach vorne tatsächlich gekommen. Das ist gut. Das ist gut. Und jetzt schauen wir mal, dass wir damit auch arbeiten können mit unserem Vorsprung. So, jetzt einmal. Also, naja, was da war, das habe ich jetzt gerade von der Scheiße gelabert, bitteschön. Ich weiß nicht, ich habe gerade da was anderes eingestellt und da war es gerade gar nicht bei der Sache. Ich habe irgendwas mit Vorsprung gelabert, I don't know. So, hier, wo geht's denn jetzt weiter? Das ist eine gute Frage. Ah ja, hier, da haben wir mal was. Drücken wir mal F. Der sagt verdammt, da geht nix. Das finde ich aber nicht schön. Jetzt kann man sich überlegen, wie verdammt nochmal kommen wir hier rein. So, das macht immer Spaß. Wir probieren es einfach mal hier auf die gewalttätige Art und schauen nochmal, ob man nicht das Schloss knacken können. Wir geben dem zumindest doch mal eine Chance, wer weiß. Vielleicht klappt es ja. Ja, nicht. Wo geht's denn dann hier weiter? Ja, und man muss uns hier das Holz hier schlagen. Ich weiß nicht, ob das gerade richtig ist, was wir tun. Ja, wie gesagt, ich habe es glaube ich noch nicht erwähnt, aber man kann sich das denken. Nachdem das Game heute erschienen ist, ist das vollkommen blind. Aha, ganz kurz, Shift, wusst, ja. Ah ja, Shift-Taste, der Lauf ist, ah. Hier kommt eine ganze Sache schon mal näher. Hier haben wir zumindest schon mal ein Auto. Das ist interessant. Mit leeren Coolboxen, das heißt, da war wohl neulich mal eine Party oder so. Und da vorne haben wir ja einen Eingang. Jetzt wird der ganze Scheiß erst richtig beginnen. Nimm ihre Gabe an. Ah, irgendwo hat sie was für uns versteckt. What's that? I don't know. Hier ist doch nichts. Hier ist nichts. Reine Phase. Ich gehe rein. Das ist besser. Ja, das ist das besser? Ich meine, wir sind jetzt irgendwo im Nirgendwo und haben kein Peil. Was uns hier erwartet, ob es hier richtig ist, wo wir sind. Ich dachte, hier wollte es entlang gehen. Kann man irgendwie. Hilft nicht so, ja. Ich kann mir jetzt mal überlegen, wo es denn hier eigentlich ein bisschen weitergeht. I don't know. Hier sieht es nochmal ganz gut aus. Wenn wir nicht gerade vor einem Baum laufen. Menschenskinder, was machen wir denn hier immer für Sachen? Entweder die fliegen. Ja. Ah.
Das wird wohl später eine Attacke sein, mit der man sich schützen kann irgendwie. Würde ich auf Anhieb vermuten, ne? Vor was auch immer man sich hier schützen müsste, ist zwar fraglich, aber da wird schon irgendwas kommen. So, wir sind jetzt schon mal auf privatem Gelände. Das ist tendenziell schon mal ein gutes Heißen. So, und hier sieht so aus, als ob hier 100 Jahre keiner gelebt hätte. Oh, fuck. Leck mich. Irgendwas geht hier gerade vor mir rum. Ich habe keinen Plan, ob das was Gutes ist. Digga, stopp mal. Hier war doch gerade irgendwas. Hä? Bin ich jetzt eigentlich blind? Egal. Lassen den aber mal liegen. Und gehen an. Da ist doch irgendwas, Alter. Irgendwas sagt mir das wie... Bläh. Habt ihr auch irgendwas gehen gesehen oder bin ich jetzt dumm? Irgendwas sagt mir, dass wir hier entlang müssen. I don't know. Bin dumm. Ja, doch. Also ich bin auch sehr der Meinung, dass ich irgendwas gesehen habe. Aber wir werden sehen. Wo es hier weitergeht und wie es weitergeht, liebe Leute. Und das werden wir im nächsten Part tun. Ich bedanke mich für eure Interesse bei dem ersten Part, Prolog und so weiter. Weil, ja, ganz kleines bisschen können wir noch gehen. Gleich wird Zarek, habe ich so das Gefühl. Ach, das ist only ein Vogel. Rup. Das ist neu. Das war doch davor noch nicht da, oder? Oder bin ich jetzt blöd? Ich bin einfach krank und gehe durch. Das sieht mir ja sehr freundlich immer aus. Hier kann man hocken. Ist da nicht laut, hier irgendeine Gefahr, die gleich kommen wird. Ich spüre es vor mir schon, dass dem so sein könnte. I don't know. But we will know. In the next part. Also werden sie im nächsten Part erfahren, was das für ein Gummis ist. Gebulde ist und was damit auf sich hat. Liebe Leute, danke fürs Zuschauen vom ersten Part von Resident Evil 7. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Falls ihr neu seid, zufällig durch dieses Projekt was sein kann, würde ich mich sehr um eine positive Bewertung freuen. Und ja, ich würde vorschlagen, wir werden den Part jetzt, wie ich glaube, schon dreimal gesagt habe. Also, danke fürs Zuschauen, raus. Haut's rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, liebe Leute.